Hallo bei Mitzi TV. Heute geht es darum, wie wirklich jeder ganz einfach, ganz schnell, günstig ein richtig toller Familie Gelkisch bauen kann. Viele Leute haben die Ausrede, sie können nichts bauen, sie haben ja keine Werkstatt, zwei liegen Hände und sie können gar nichts basteln, das geht gar nicht. Oder für gute Idee hat man gleich mal 100 Euro weg. Oder sie haben keine Zeit, was zu machen, was Schönes. Klar, man braucht einen tollen Platz und man braucht die richtige Idee. Deshalb heute bei Mitzi TV ein schneller, einfacher, schöner Geocache. Dazu braucht man im Baumarkt, ich war jetzt beim Bauhaus, da gibt es so Waschbeckenplatten. Oh, die sind sauschwer. Das bedeutet auch, dass der Geocache wird wahrscheinlich nicht ganz so schnell geklaut, wie wenn es was Kleines, Tolles ist. Braucht man ein paar so Platten. So ein Blatt kostet 2,30 Euro. Dann braucht man einfach noch so eine kleine Platte, die kostet 1,65 Euro. Und noch eine große Platte. Jetzt haben wir schon eine Kiste gebaut aus der Platte. Dann habe ich so Waldgeister gekauft oder Quellgeister. Die kommen da oben drauf. Das Ganze kann ich erst vor Ort verkleben, ist zu schwer zum Tragen. Ich habe einen Montagekleber genommen und ist jetzt günstiger für 2,80 Euro. Der ist für minus 20 bis plus 80 Grad, auch im Freien, wenn es feucht wird. Wenn man einen besseren nimmt, wo mehr aushaltet, dann zahlt man auch mal 8, 9 Euro. Da kann man die Teile dann einfach alle zusammenkleben. Und schon hat man eine tolle Box. Da passt auch ein richtig toller Geocache rein. Nicht so ein Glasscheiß, sondern eine richtig schöne Box, wo viel Platz hat. Gummidichtung. Mit einem richtigen Logbuch. Da kann man auch richtig was reinschreiben, wer Lust hat. Man kann auch Thanks for this cash, fertig und weiterrennen. Aber man kann auch was Tolles reinschreiben, wenn man will. Und es passen viel Tauschgegenstände rein, wo Kinder eine richtige Freude haben. Und vorne und hinten eine Hülfle dagegen gelehnt. Mehr muss gar nicht sein. So einfach und schnell kann man gegen bauen. Und was kostet das Ganze? Wie gesagt, die Platte 2,30 und 1,65 sind 8 Euro für die vier Platte. So ein Geister aus Stein kostet beim TD Euroshop 2 Euro. Das sind also auch nochmal 6 Euro. Die große Box, die hat beim Roller, also so ein bisschen Billigbaumarkt, sage ich jetzt mal vorsichtig, also günstiger Baumarkt, könnte man sagen, kostet 6 Euro. Und ebenfalls beim Roller so A5 Schreibbuch von 99 Cent. Und der Kleber heißt zusammen 23 Euro. Für ein Geocache, was so schwer ist, dass nicht jeder gerade klauen kann, weil er halt zu schwer ist, man muss da schon zu zweit sein, um das zu tragen, wenn es fertig gebaut ist. Und wenn das jemand sieht, hat er noch ein bisschen Freude dran. Wenn er so eine Platte findet, wo die Sachen drauf sind und festgeklebt. Und wenn er das Holz auf Zeit macht, findet er ein schöner Geocache. Man kann ihn auch gut sauber machen, deswegen habe ich auch hinten kein Blatt hinten gemacht, dass man alles ausfegen kann, so einmal im Jahr, dass wenn sich hier was eingenistet hat, keine Ahnung, Ameise, Spinne oder irgendwas, dann kann man das ein bisschen wieder befreien. So einfach kann es sein, einen schönen Geocache zu bauen, familienfreundlich. Und wo man ein bisschen Spaß hat.
So, ich versuche mal die Kamera noch rumzunehmen. So. Ihr könnt ruhig nachbauen. Ihr könnt auch was ganz anderes daraus machen aus der Idee. Das ist euch überlassen. Aber Hauptsache, wenn ihr Caches legt, überlegt euch einen guten Platz, wo es keinen Ärger gibt irgendwie. Ein schöner. Und ein bisschen was bauen fürs Auge. Und dass die Leute Spaß haben. Und bei unserem Hobby geht es darum, ums Spaß haben. Okay? Tschüss, euer Mixin.